Okay, danke. Sehen Sie? Schützer des Parks gegen Mobilfunkmasten. Und das ist es? Ja. Geht nicht gegen mich? Nein, überhaupt nicht, nein. Also jetzt... Ach, kommen Sie schon. Also diese Masten sind doch ein Gesundheitsrisiko. Und da erwarte ich doch von jemandem, der hier lebt, dass er sich... Die Menschen sollen mit ihren radioaktiven Walkie-Talkies tun, was sie wollen. Finde ich es gut, was sie tun? Nein. Mag ich diese Menschen vermutlich nicht. Respektiere ich ihre Rechte zu tun, was ihre seichten Herzen wollen? Ich würde sagen, ja. Also nein, kein Interesse. Was? Und wenn ich ein Mensch wäre, der gern wettet, würde ich sagen, Ihnen ist das in Wahrheit auch egal. Aber entschuldigen Sie, Sie kennen mich doch gar nicht. Sie kennen mich aber anscheinend. Sie wissen, wo ich wohne. Ich bin diejenige. Ich habe die Polizei gerufen. Was? Ja, an dem Abend neulich. Jemand hat sie überfallen. Ich habe das von meinem Fenster aus gesehen, habe die Polizei gerufen. Ich wohne da drüben, West Heath Road. Ich habe alles gesehen. Ich weiß auch nicht, geht es Ihnen gut? Mir geht's blendend. Wieso haben Sie das nicht sofort gesagt? Na, weil ich dachte, Sie denken, ich spioniere Ihnen nach. Ich... Wie haben Sie mich gesehen? Ach, ich... Ja, vom Dachbodenfenster aus. Durch mein Fernglas. Natürlich. Ah. Oh. Ja. Oh. Verzeihung, entschuldigen Sie bitte. Sagen Sie mal, ist alles in Ordnung? Hm? Oh, ja, ja. Wieso? Naja, ich meine, Sie haben gestöhnt und ich hab gedacht... Ist das angebracht hier? Sollen wir vielleicht woanders hin? Oh, nein, nein, nein. Die kennen mich hier gewissermaßen. Ja, doch. Oh. Und nach dem, was ich von Fiona so hörte, dachte ich, Sie müssen mal gut essen. Oh, alles klar. Was hat Fiona denn noch gesagt? Oh, nichts Besonderes. Sachen. Hören Sie, das ist nicht gut. Und ich habe so den Eindruck, es ist nur die Spitze des Eisbergs, nicht wahr? Ja, ganz recht. Der Eisberg ist zu Hause geblieben. Das ist gut. Glauben Sie denn, dass Sie mir helfen können? Ach, ich helfe Ihnen daraus. Überhaupt kein Problem. Wirklich? Doch, sie ist nur ein wenig vernachlässigt worden. Oh, ich weiß. Damit haben Sie vollkommen recht. Was vernachlässigen Sie denn sonst noch so, Emily? Verzeihung? Nur nicht meine Rentenbeiträge, steuerbegünstigendes Sparen. Ich sehe nichts davon hier. Ich könnte so vieles für Sie tun. Ach. Und, Emily, dafür schulden Sie mir keinen Penny. Happy Birthday, liebe Emily. Es war ganz genau gestern vor einem Jahr, Mom. Hast du daran gedacht? Hallo, Charles. Aber natürlich habe ich daran gedacht. Du treuloser Bastard! Wie war dein Date mit James? Sie sind zu nichts verpflichtet. Wenn du zu lange wartest, verschrumpelst du wie eine vertrocknete Aprikose, vergessen im Supermarktregal. Hallo? Was? Ich hoffe, ich habe Sie nicht gestört. Zu spät dafür. Das hier ist ein Räumungsbescheid. Das Land, auf dem Sie leben, ist Millionen wert. Die wollen Sie hier wirklich nicht. Oh mein Gott. Wenn die mich kennen würden, das ist meins. Und sehe ich anders aus, als Sie es erwartet haben? Sie wirken... Weiter? Sauberer. Wir helfen Ihnen, Mann. Bin ich etwa Ihre gute Tat des Monats? Jedes Mal, wenn man deinen Stolz angreift, plusterst du dich auf wie ein emotionales Stachelschwein. Das hört wohl nie auf, oder? Die ganze Welt will, dass ich mich ändere und du jetzt auch noch. Wenn du wirklich hierbleiben willst, musst du dafür kämpfen. Meine Art zu leben ist vielleicht seltsam für andere Menschen. Aber alles, was für mich zählt, ist mein Zuhause. Und in dieser Hinsicht bin ich nicht anders als Sie alle. Keinen Schritt weiter. Was haben Sie vor? Wollen Sie mich zu Tode klimpern? Du hast doch irgendwas vor, Mom. Was könnte ich verbergen? Okay. Das ist mein, Handwerker. Some days your head's up and some days it falls. Just take what you can, Er ist etwas ganz Besonderes. Er hat die Art, wie ich das Leben sehe, total verändert. Ist das eine Urne?
Wenn du dich beobachtet fühlst, kann ich sie auch umdrehen.